Bist du vorbereitet auf das, was noch kommt, auf das, was gerade geschieht? Wie kann man sich darauf vorbereiten? Wie kann man stark bleiben in dieser Gesellschaft, in dieser Situation? Das werde ich dir erklären. Es ist unglaublich, was gerade geschieht. Man möchte uns jegliche Freiheit nehmen und dabei spielt es absolut keine Rolle, ob du jetzt geimpft bist oder ungeimpft bist. Es geht gar nicht darum. Es geht schon lange nicht mehr darum. Es geht auch nicht um dieses Virus. Das sind alles nur Vorwände, um die Menschen in ein System hineinzudrücken, wo man sie vollkommen kontrollieren kann, wo sie nur noch konsumieren brauchen und sonst keine eigene Meinung haben dürfen. Und es geht auch um die spirituellen Menschen. Und was ich da genau meine, das erzähle ich dir auf Smarana TV. Der Link ist unter dem Video. Weil man kann ja nicht mehr alles sagen, was man auf dem Herzen trägt. Man muss ja die Worte so wählen, dass man niemand seine Macht nimmt. Könnte ich jetzt einfach mal so sagen, dass man niemand in seiner Macht angreift. Wir haben alle ein Gut. Das ist die Kraft unserer Gedanken. Das ist die Macht, die wir haben, die jeder Mensch hat. Jeder, jeder, jeder. Und das ist das, womit wir arbeiten können. Womit wir uns frei machen können. Die Macht der Gedanken ändert die Realität. Und wenn du überlegst, wie jetzt viele, viele, viele Teile der Erdbevölkerung, sage ich jetzt mal, weil es geht ja um das Globale, es geht ja nicht jetzt um Deutschland allein, sondern wirklich um das Globale, das ganz große Ziel. Diese große Angstmatrix, die hier erzeugt wurde und immer noch weiter angeschürt wird, das ist schon ziemlich gefährlich und macht sehr viele Menschen ja auch unglücklich. Nicht nur emotional, sondern auch ja von der Existenz her. Weil diese Matrix, diese neue Machtmatrix, die greift überall. Sie versucht überall ihren Platz einzunehmen. Du selbst musst für dich wissen, was ist für mich wichtig? Welchen Weg gehe ich? Welchen Weg wähle ich? Denn wir haben immer eine Wahl. Manchmal sieht man den Wald vor lauter Bäumen nicht. Mein Hintergrundbild. Aber wir haben immer eine Wahl. Und dabei gilt es, sich auf sich selbst zu besinnen. Was möchte ich wirklich? Was ist das, was mir am Herzen liegt? Und wenn ich da mal so das allgemein ausdrücken darf, jeder Mensch möchte doch glücklich sein, oder? Ein schönes Leben haben, sich mit Freunden treffen, schöne Gespräche führen, lustig sein, tanzen, feiern. Ein bisschen arbeiten, einfach Dinge tun, die wir gerne machen. Das ist doch das, oberflächlich gesehen, womit jeder Mensch zufrieden wäre. Und jetzt überleg mal für dich, was sind deine wichtigsten Punkte für das Leben, was du dir wünschst? Was soll das sein? Für mich ist es einfach, glücklich zu sein im Kreise meiner Familie. Ich bin Krebs, ich bin ein Familienmensch. Ich habe auch sehr tiefgehende Emotionen, also sehr viel Liebe. Und da möchte ich einfach glücklich sein und allen Menschen, denen ich begegne, möchte ich auf Augenhöhe begegnen und wahre Worte sprechen dürfen. Und wenn jeder für sich von euch so ein Bild hat, was für ihn passend ist, ich denke, ihr habt alle da ganz
Wundervolle Vorstellungen. Dann können wir dadurch auch was verändern. Denn diese Kraft der Gedanken, das ist tatsächlich unser Werkzeug, das Werkzeug aller Menschen. Wenn wir dies einsetzen und dann von der anderen Ebene das ganze Geschehen betrachten, nämlich von der Bewusstseinsebene der Kraft der Gedanken, die mit unserer Schöpferkraft zusammenhängt. Und das hat uns Gott bei der Schöpfung gegeben, diese Kraft, die wir einsetzen können, um unser Leben zu gestalten. Im Moment wird es von jemand anderem versucht, unser Leben zu gestalten. Und es ist Zeit, aufzuwachen. Es ist wirklich Zeit, massiv aufzuwachen. Und das ist dieses Aufwachen, was ich meine, auf der menschlichen Ebene, nicht auf der spirituellen Ebene. Da sind viele schon erwacht. Aber es gilt, diesen anderen Schritt zu tun. Den Erwachensschritt im Kollektiv, der ist noch nicht richtig getan worden. Und dann beides zu verbinden, das Spirituelle und das Kollektive. Dann kommen wir weiter. Es gilt jetzt das kollektive Erwachen in der dritten Dimension hervorzubringen. Im Moment erwachen die Menschen eher in der spirituellen Ebene. Und wir müssen aber oder wir sollten aber auch diese andere Ebene anschauen und da das Erwachen hinbringen. Denn sonst sind wir in der 3D-Ebene zu sehr gefangen von der Angstmatrix. Oft wird den Menschen gesagt, sie könnten ihr Schicksal nicht ändern. Das stimmt nicht. Jeder hat sein Schicksal in der Hand und kann es mit seinen Gedanken, mit seinem Tun, mit seinem Aktivwerden verändern. Man muss es nur wirklich auch wollen. Sie hat sich heimlich wieder hier in mein Studio geschlichen. Ich hoffe, dass sie nicht so sehr am Mikrofon rumkratzt. Dann dürfte sie mal sehen, meine Katze. Der geht's wirklich gut. Die hat die ganzen Probleme nicht, die wir haben. Ja, so ist es leider. Wenn ich mal an mein Erwachen denke, ich hatte ein ganz tolles Leben in materieller Hinsicht. Ich hatte mich damals entschlossen, nicht spirituell zu wirken. Und dann gab es einen Zeitpunkt, dass mein Leben total zusammengebrochen. Ich habe alles Materielle verloren, total. Ich hatte kein Geld, gar nichts. Und dann kam der erste richtige große Erwachensschritt für mich. Und dann habe ich wieder mich erinnert, dass ich ja mal spirituell arbeiten wollte und habe dies begonnen. Und deswegen bin ich auch heute hier, ihr Lieben. Wenn ich dies jetzt übertrage auf das Kollektiv, dann ist noch nicht genug passiert, noch nicht genug Schlimmes passiert wohl, weil die Menschen immer noch nicht so richtig erwachen, weil sie nicht aufstehen, weil sie lieber zu Hause bleiben, auf dem Sofa, vor dem Fernseher vielleicht, keine Ahnung. Also es ist noch nicht so schlimm, dass man es nicht aushalten könnte, könnte man sagen. Ich weiß nicht, was ihr darüber denkt. Es ist ja nur eine These. Diese Angstmatrix, die ja durch diese C-Situation erschaffen wurde, ist sehr mächtig. Und bringt uns alle so ein bisschen an die Grenze. Doch wo ist die Grenze? Wo ist diese Grenze, wo wir sagen, jetzt lasse ich mir das nicht mehr gefallen? Es geht ja so weit, dass sogar die Existenzen von manchen Menschen sehr bedroht sind. Und du solltest für dich überlegen,
Bin ich darauf vorbereitet? Oder wie kann ich mich vorbereiten? Es trennt sich der Spreu vom Weizen. Wo sind die starken Menschen, die uns wieder das Leben bringen, ohne Druck, ohne Kontrolle? Wo sind diese Menschen? Die sind da, sie sind unter uns, aber sie sind noch nicht bereit. Und uns Menschen wird erzählt, du kannst dein Schicksal nicht ändern. Aber was wäre es denn, wenn das gar nicht stimmt? Was wäre denn, wenn wir alle unser Schicksal, unsere Situation, das Leben auf der Erde ändern könnten? Und ihr Lieben, das geht natürlich, das geht. Das geht mit der Kraft unserer Gedanken. Wir haben alles in der Hand. So, du gehst jetzt mal runter. Hier beide auf meinen Schoß. Und diese große Verunsicherung, die macht, Entschuldigung, die macht oder soll uns schwach machen. So schwach, dass wir nur noch all dies tun, was uns befohlen wird, so wie in der Schule oder in einer Erziehungsanstalt, so mit strengen Regeln. Siehst doch mal, Freiheit über alles. Könnt ihr euch auch daran erinnern? Genau das ist es. Darum geht es. Und wie du das alles ändern kannst, wie du dich vorbereiten kannst oder wie du jetzt schon tätig sein kannst, das sind deine eigenen Gedanken, wo du dir überlegst, so für dich, was ist dir wichtig in diesem Leben? Wie möchtest du leben? Wie kannst du es hinbekommen? Und das heißt ja aussteigen aus dem System, nicht mehr vom System kontrolliert zu werden. Das ist das Einzige, der einzige Weg, der sich mir gerade so zeigt. Und der Weg aus dem System, das heißt, ich bilde mich spirituell weiter. Ich schule meine geistigen Fähigkeiten. Das kann mir ja niemand nehmen. Das hat jeder Mensch. Und bin dadurch unabhängig vom System. Da kann man ganz tief reingehen, da kann man sehr viel tun. Und es gibt auch ganz viele wundervolle Webinare, wo man sich weiterbilden kann. Und das ist ein Weg, aus dem System hinauszugehen. Sobald du dich intensiv der Spiritualität widmest, kommst du aus der Angstmatrix raus. Sobald du dich besinnst, dass du diese Kraft der Gedanken hast, kommst du auch in die höhere Bewusstseinsebene hinein, in welcher du nicht mehr angreifbar bist, in welcher du nicht mehr so beeinflussbar bist. Und das ist etwas, dessen wir uns bewusst sein sollten. Denn es liegt alles in uns. Die geistige Welt hat uns bei unserer Schöpfung alles mitgegeben, was wir brauchen. Wir sollten dies nutzen und es beginnt bei den Gedanken, bei der Kraft unserer Gedanken. Schön, dass du heute hier bist. Mein Name ist Monika Nirjana, Kardinal, und ich bin das Hauptmedium der Smarana-Gruppe. Wir sind in Deutschland, Österreich und der Schweiz mit unseren Partnern vertreten und haben eins der größten Online-Portale für spirituelle Weiterbildung. Ich lade euch jetzt gleich auch noch ein zu einer ganz wunderschönen Meditation und mit einem Channeling, wo du deine spirituellen Kräfte und Fähigkeiten ausdehnen kannst, wo du dich stärken kannst, wo du dich stärken kannst und Kraft auftanken kannst für die Zeit,
die gerade so schwierig ist. Schön, dass du hier bist. Und jetzt wünsche ich dir ganz, ganz viel Freude bei der Meditation. Ich stimme mich jetzt ein. So schließe nun deine Augen und konzentriere dich ganz auf dich selbst. Gehe mit deiner äußeren Aufmerksamkeit in deine innere Aufmerksamkeit. Spüre deine Seele. Sie sitzt in deinem Herzen. Spüre deinen Herzensraum und spüre die Kraft, welche in diesem Raum sich befindet. Und dehne dich nun mit dieser Kraft aus. Dehne dich so weit aus, wie du kannst und spüre, wie dich Kraft und Liebe und Licht umgibt. Dehne deine Aura so weit aus, wie es dir möglich ist und spüre die Kraft. Deine eigene Kraft. Und sei vorbereitet für die Botschaft, welche jetzt gleich zu dir kommt. Denn ich werde eine Engelgruppe für uns rufen, welche die Energien hält und dich auf eine Bewusstseinsebene führt, in welcher du dich selbst erkennen kannst, auf welcher du deine Fähigkeiten spüren wirst und mit der Kraft, dem Licht und der Liebe, mit diesen Energien, welche du jetzt im Moment spürst, dort für dich wirken kannst. Und so halte diese Energie, währenddessen ich jetzt die Engel für dich rufe. Wir sind die Hüter der Seelen. Wir sind lichte Wesen und wir sind darauf bedacht, dir Schutz und Liebe zu bringen. Und so fühlst du vielleicht, wie die Energie sich ändert, wie sie sich anhebt und dich berührt. Wir, die Hüter der Seele, wir kennen dich. Wir kennen jede Seele, denn wir begleiten die Seele, wenn sie sich auf den Weg macht, auf der Erde zu inkarnieren. Wir begleiten die Seelen. Und so kennen wir auch all deine Fähigkeiten. Wir kennen deine Kräfte.
Und wir kennen auch deine Nöte. Das, was wir dir heute sagen möchten, das ist: Glaube an dich, denn du bist so viel mal mehr als nur Mensch. Öffne dich all deinen wunderschönen Fähigkeiten, die du trägst. Wir werden heute dir helfen, diese Fähigkeiten zu stärken und dir bewusst zu machen. Und wenn du uns erlaubst, für dich zu wirken, dann sprich bitte ein inneres Ja aus. Denn in diesem Moment tragen wir deine Seele auf deine Seelenbewusstseinsebene. Auf dieser Bewusstseinsebene sind wir sehr eng mit dir verbunden. Und mit einem tiefen Atemzug gelangst du dorthin. Wir empfangen dich voller Liebe und Wertschätzung. Und wenn du dich nun umblickst, erkennst du, dass wir einen Platz für dich vorbereitet haben. Es sieht aus wie eine Wolke, weich und warm. Und du darfst dich darauf legen. Und wir decken dich auch mit einer Wolkendecke zu, sodass du es ganz bequem hast. Und vielleicht beginnst du ja zu schweben. Zu schweben mit deinem Wolkenbett. Dorthin zu schweben, wo deine Fähigkeiten sich stärken werden. Und so beginne nun deine Reise. Wir halten die Energie und wir tragen dein Wolkenbett, sodass du geschützt bist. Und währenddessen die Energieübertragung jetzt für dich geschieht, währenddessen du jetzt mit deinem Wolkenbett dorthin reist, dorthin getragen wirst, wo sich deine Fähigkeiten verstärken und aktivieren. In dieser Zeit werden wir nicht sprechen, aber du kannst diese Zeit jetzt ganz intensiv genießen. Und es beginnt jetzt in diesem Moment.
Lieber Mensch, wir haben dich überschüttet mit dem goldenen Engelstaub. Dein Wolkenbett, es glitzert und du bist sehr gestärkt, deine Fähigkeiten wurden, so wie es jetzt gut und richtig ist, gestärkt, ausgedehnt und zusätzlich noch einmal aktiviert. Wisse auch, dass du dies so oft du möchtest tun kannst, denn es gibt auf dieser Ebene keine Grenzen. Und wenn wir dich jetzt so betrachten, dann können wir sagen, dass etwas Wundervolles für dich geschehen ist. Und so bitten wir dich nun, dich zu erheben. Und wir bitten dich auch, dich zu betrachten. Betrachte das Gewand, welches du jetzt trägst. Und du wirst erstaunt sein. Und so tragen wir dich mit deiner Erlaubnis selbstverständlich sicher und heil wieder in deine Dimension, in dein Hier und Jetzt zurück. Wir tun dies voller Liebe und Wertschätzung, denn du bist etwas ganz Besonderes. Wir bitten dich, deine Fähigkeiten weiter zu schulen, zu benutzen und auszubauen. Du darfst so oft du möchtest wiederkommen. Wir werden immer für dich da sein. Und so verabschieden wir uns von dir voller Liebe und Freude, denn es ist etwas Wundervolles geschehen. Die Worte von Smarana erreichen deine Seele, öffnen dein Herz und du kannst nun in deiner Geschwindigkeit wieder in das Hier und Jetzt zurückkommen, Hände und Füße bewegen, deine Augen öffnen und wieder ganz hier sein, ihr Lieben. Es war wunderschön, wieder mit euch zusammen zu sein. Und wer mag, der kann mir unten reinschreiben, was er für ein Gewand anhatte oder wie die Reise im Wolkenbett war, zu den Fähigkeiten, was ihr erlebt habt. Es war so schön. Es war so schön. Und ich wünsche mir für euch, dass jeder seinen Lebensweg so gehen wird, wie es für ihn das Beste ist. Wir sind so stark und wir sind so viele und wir haben die Kraft, alles zu verändern. Denkt immer daran. Und wenn euch mein Video gefallen hat und wenn ihr noch mehr von diesen wundervollen Botschaften erhalten möchtet, dann bitte abonniert mich, klickt hier drauf auf diese Kugel und ich danke schon sehr dafür und ich wünsche euch eine allerschönste Zeit. Bis zum nächsten Mal. Tschüss, eine Herzensumarmung.